Hallo Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, seien Sie herzlich gegrüßt zu diesem neuen Video, in dem ich mit Ihnen so ein paar Sachen besprechen will, die sich auf das Lehrwerk Klasse Super Toll beziehen. Dieses Lehrwerk ist für die 7. Klasse der Grundschule konzipiert und wir haben auch dann den zweiten Teil für die 8. Klasse. Also wie Sie sehen, so zwei Lehrwerke sind schon für Sie da. Und vielleicht ist Ihnen diese Reihe nicht so ganz vertraut, deswegen habe ich mir so gedacht, dass ich da ein paar Worte über die didaktische Linie dieses Lehrwerks Ihnen sage und dann davon erzähle, was wirklich die Stärken oder einfach die guten Seiten von dieser kleinen Lehrwerkreihe sind. Und zwar, das ist so ein Lehrwerk, das sehr, sehr auf die eigentlich Aktivität der Schülerinnen und Schüler setzt, also ihre Deutsch Lernenden. Sie sollen wirklich da im Unterricht aktiv werden. Ist die Frage, wie ist das halt möglich? Das heißt, es ist so möglich in der Form, dass sie sehr hier sehr viele Aktivitäten haben für ihre Lerner. Und in diesem Lehrwerk, da haben sie im Teil 1 7 Kapitel, denn die Struktur ist einfach so nach den Modulen. Das bedeutet, diese 7 Kapitel sollen Sie innerhalb von einem Schuljahr realisieren. Was bedeutet, das können Sie sich so ruhig aufteilen. Entweder 4 zum Beispiel Einheiten im Wintersemester werden Sie durchgehen und dann später die 3 im Sommersemester. Wäre an sich auch ganz logisch, denn das Sommersemester ist immer etwas kürzer oder scheint kürzer zu sein. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, sich das wirklich ganz sozusagen die Hälfte, die erste Hälfte im Wintersemester, das heißt 3,5 so Einheiten und dann die zweite Hälfte im Sommersemester auch 3,5 Einheiten. Zusammen werden Sie eben diese 7 Kapitel haben, 7 Einheiten. Welche Themen werden hier berührt? Das kann ich Ihnen kurz vorlesen aus dem Inhaltsverzeichnis. Diese Reihe generell beginnt mit einem Starter und das ist so Einstieg in die Sprache. Da werden die Schülerinnen und Schüler wirklich so in die Sprache so eingeführt mit ganz einfachen kleinen Schritten. Das sind so am Anfang die Wörter, die zum Beispiel im Polnischen und im Deutschen vorkommen. Aber das sind auch die Wörter, die wir dann im Deutschen haben, aus dem Englischen. Also man baut auf dem, was den Schülerinnen und Schülern bekannt ist. Und hier in diesem Fall haben wir zum Beispiel die Anglizismen oder auch generell die Internationalismen, was auch sehr von Vorteil ist, denn dann am Anfang scheint die Sprache nicht so fremd zu sein und der Einstieg in das Neue ist so wirklich in der Form gut, dass man daran anknüpft, was wirklich schon die Schülerinnen und Schüler wissen oder was ihnen vertraut ist. Nach diesem Einstieg haben sie einfach dann die Themen wie ich und du, also es geht um das einfache Kennenlernen, Kontakte, erste Informationen, was auch sehr sinnvoll ist, denn so beginnt eigentlich jede Kommunikation und eigentlich so das Kennenlernen, also der Prozess. Dann haben wir, dass wir über unseren engen Kreis sprechen. Das ist einerseits die Familie, andererseits sind das zum Beispiel Freunde. Dann haben wir Kalender, denn es geht darum, dass wir die Zeit entsprechend einteilen. Und dann ist das Thema Schule, Schule und Kalender, das hängt sehr gut zusammen. Denn erstens, Schuljahr ist es verteilt auf einzelne Monate, aber auch Kalender, das ist zum Beispiel die Woche und die Wochentage und eigentlich auch die Tageszeiten. Das kann man so gut besprechen. Ich werde Ihnen auch dann bei diesem Kapitel oder Modul Schule auch ein paar Worte, also ein paar Worte mehr sagen, wie das zum Beispiel hier konzipiert ist. Also so ein wirklich so ein Beispielmodul, das will ich dann auf jeden Fall unter die Lupe nehmen und das auf jeden Fall dann Ihnen mehr zeigen. Dann haben wir Essen und Trinken zum Beispiel, Hobby und Freizeit. Das sind so die Themen in diesem ersten Band, Klasse super toll. Und wie ich schon das erwähnte,
Und das Kapitel Nummer 4, Schule, das ist so ein sehr gutes Paradebeispiel, um dieses Lehrwerk kurz zu demonstrieren. Erstens, was sehr typisch ist, also jede Einheit im Sinne jedes Kapitel, jedes Modul wird eingeleitet durch so eine Comic-Geschichte. Das ist so eigentlich ein Lied oder man kann auch das rhythmisieren, was auch gut für das Lernen einer Fremdsprache ist. Denn da haben wir auch gleichzeitig Sprachrhythmus, Sprachmelodie, aber vor allem auch die Aussprache. Es wird hier eigentlich Wortschatz eingeführt, das kann ich Ihnen so etwas näher zeigen. Der Wortschatz, der dann später im Kapitel auch vertieft wird, bearbeitet wird. Und hier beginnt das so: Am Montag bin ich traurig, am Dienstag bin ich froh, am Mittwoch bin ich fleißig, am Donnerstag nicht so. Am Freitag bin ich artig, am Samstag bin ich gut, da kommt der schöne Sonntag, da habe ich neuen Mut. Und das sehen wir hier, das ist so Rhythmus, da ist es die Aussprache hier auf jeden Fall gut auch zu üben. Aber vor allem, was hier die Autorinnen, denn das sind die gleichen Autorinnen in dieser kleinen Klasse Super Toll Reihe, das sind die gleichen Autorinnen, da haben wir eben, wie ich das schon sagte, das zweite Heft, also den zweiten Band, das sind die gleichen Autorinnen, die ihn schon gut und eigentlich schon legendär geworden, also gut vertraute, gut bekannte Reihe, die das geschrieben haben. Ja. Also die Autorinnen haben hier diese didaktische Linie, das didaktische Konzept, dass man durch dieses Rhythmisieren, durch dieses Lied, das hier so zu hören ist, man kann auch das mitsingen, man kann auch das mitrezitieren oder man kann wirklich so einen Rap machen. Also je nachdem, was wirklich die Schülerinnen und Schüler mögen, da ist es dann die Einstieg. Wir haben hier lexikalische Einheiten, die da vorkommen. Also diese Struktur am Montag, am Freitag, am Dienstag, am Wochenende auch dann später. Dann haben wir das hier zuerst eingeleitet und das ist schon die Struktur, die nicht so trocken wirkt, wenn man dann später das schon in diesem Kapitel bearbeitet. Kapitel, wie ich das sagte, das ist Lehrwerk, ist so strukturiert, dass wir diese 7 Module oder 7 Kapitel haben. Und das bedeutet, ein Kapitel ist eigentlich so gedacht für einen Monat. Und damit können Sie arbeiten. In einem Monat haben Sie so ungefähr 8 Einheiten, Unterrichtsstunden, denn das sind so zwei in der Woche und dann entsteht daraus so, dass wir die 8 haben im Monat. Es sei denn, dass dann nichts wirklich so ausfällt, ja, denn wir haben da ein paar Sachen immer an den Schulen, wo wirklich der Monat auf einmal etwas kürzer wird. Aber dann verschiebt sich das, ja. Und hier, wie ich das gesagt habe, wir haben hier dann, was typisch im Thema Schule ist, dann haben wir den Kalender hier. Zum Beispiel, da sind auch die Schulfächer, sie werden hier eingeführt und dann entsprechend auch geübt. Die Schülerinnen und Schüler, die sollen auch dann Dialoge bilden. Sehr häufig sind das eigentlich so gesteuerte Gespräche. Also die Schülerinnen und Schüler, sie werden einfach sozusagen geführt im Gespräch. Also sie müssen das nicht so ganz von alleine, die Struktur eines Dialogs, so basteln sozusagen, sondern sie haben schon eine Art Anleitung und dann müssen sie das halt festigen durch das Wiederholen der Struktur, bis sie das wirklich automatisiert haben. Und hier haben wir so ein Beispiel. Also zuerst ist dann hier, wie wir das sehen, der Stundenplan an einer konkreten Schule. Und wir haben hier die Fächer wie Geschichte, Religion, Deutsch, Sport, Erdkunde, Englisch oder Chemie. Und dann haben wir die Fragen, wann hat Sonja Englisch? Am Montag hat Sonja Englisch. Englisch hat Sonja am Montag. Also wir haben hier auch die Satzstellung ist hier wichtig. Es geht auf jeden Fall um die Position Nummer 2 des Verbs, des finiten Verbs. Und das wird hier schon demonstriert. Aber eigentlich soll das nicht im Vordergrund die Grammatik stehen, sondern die Kommunikation. Denn dieses Lehrwerk ist wirklich sehr kommunikativ angelegt. Also so kommunikativ wirklich konzipiert. Und dann
haben wir weiter zum Beispiel, es geht um das Verarbeiten, Bearbeiten der Sprachen, eigentlich Nutzen und Wiederholen der Strukturen, dass sie wirklich so im Kopf sich festigen, also dass sie wirklich so haften bleiben. Dann haben wir zum Beispiel weitere Aufgabe, schreibe deinen Stundenplan ins Heft und spreche dann zu zweit. Und dann haben wir die Frage, wann hast, was hast du, Entschuldigung, was hast du am Montag? Ich habe am Montag bla bla bla. Also dann kann man so ruhig das ergänzen. Dann haben wir entsprechend auch, wenn wir weiter blättern, das Thema auch vertieft. Also erstens hier sehen Sie die Schulsachen und es geht hier darum, dass die Substantive auch eingeführt werden. Dann später werden wir hier sehen, das kann ich Ihnen hier zeigen, ist die Aufgabe, dass die Schülerinnen und Schüler oder generell die Lernenden, dass sie einfach dann Pluralformen im Wörterbuch finden. Also sie sollen danach suchen. Aber hier noch ist es hier interessant, hier haben wir so eine E-Mail und in dieser E-Mail ist zum Beispiel so die Aufgabe, eine E-Mail, liest die E-Mail und wähle die richtige Antwort. Und wenn, also diese Aufgabe ist so konzipiert, dass die Lerner, sie lesen das auf jeden Fall und dann beantworten sie die Fragen. Und das ist gar nicht so, so schwierig an sich. Aber dann, was etwas schwieriger ist, dann ist es die weitere Bearbeitung. Und das ist auch typisch bei der Prüfung nach der Grundschule, also diese Achtklässlerprüfung. Diese haben wir auch ganz bald. Also wie Sie sehen, dieses Lehrwerk kann auch in diese Richtung die Schülerinnen und Schüler auch vorbereiten. Dann haben wir die Aufgaben so, schreib eine E-Mail an einen deutschen Freund, eine deutsche Freundin ins Heft. Und dann haben wir entsprechend auch Punkte, die sind hier auf Polnisch formuliert und diese Punkte sollen auf jeden Fall in dieser E-Mail berücksichtigt werden. Aber Sie sehen, wie das eigentlich alles hier logisch konzipiert ist. Dann haben wir hier also einen Lerntipp, also einen Hinweis und in diesem Lerntipp ist die Information so auf Polnisch geschrieben. Pisząc E-Mail możesz wykorzystać zwroty, których używał Denis, also der Schüler, Schülerin kann sich auf die sprachlichen Wendungen beziehen, auf die Phrasen, die in dieser E-Mail stehen, dann übernehmen und dadurch lernt er eigentlich auch, dass man so quasi die Originalsprache kopiert und für eigene Zwecke nutzt und daraus so, eigene Aussage dann bildet. Hier in diesem Fall schriftlich. Also dann soll das übernommen werden und hier diese Punkte sollen berücksichtigt werden und da soll eine E-Mail entstehen. So nicht vielleicht so lang wie hier, aber etwas kürzer. Und wie ich sagte, das ist Kapitel 4, also wir sind schon in der Mitte dieses Lehrwerks. Das ist so eigentlich Ende des Wintersemesters oder je nachdem, was ich schon gerade am Anfang sagte, das kann eigentlich Kapitel auch ganz am Anfang des Sommersemesters wirklich realisiert werden. Also je nachdem, wie schnell Sie mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Aber hier ist es gut zu sehen, also es geht auch um den schriftlichen Ausdruck. Dann haben wir diese Übung mit der Lexik. Aber was wirklich so von Vorteil ist in diesem Lehrwerk, ist es hier die Aufgabe, dass sie, dass sie, das heißt, diese Schülerinnen und Schüler, mit denen sie arbeiten, die sollen hier ein Projekt wirklich realisieren. Wir haben hier sehr viel Projektarbeit und die Aufgabe ist hier so konzipiert: Stundenplan in meiner Traumschule. Und dann haben wir entsprechend auch die Anleitung, also Aufgabenstellung schon auf Polnisch geschrieben und dann ist es so: Wykonaj dowolną techniką plan lekcji w swojej wymarzonej szkole, przedstaw swój projekt w klasie, po prezentacji zachowaj swój projekt w teczce do portfolio językowego. Also, wir sehen hier, es geht um den Sprachenportfolio, das europäische Sprachenportfolio. Das ist dieses Konzept, das wirklich dann die sprachliche Entwicklung, den sprachlichen Fortschritt der Schülerinnen und Schüler wirklich dokumentiert, was auch wirklich von Vorteil ist. Denn das soll auf jeden Fall die Lerner motivieren und und ihre eigene Entwicklung so im Deutsch lernen oder generell in Fremdsprachen lernen, wirklich so ganz klar zeigen, ja, dass sie wirklich das präsent haben, wenn sie in die Mappe eigentlich reinschauen und sehen, oh, das habe ich schon alles gemacht in meiner Fremdsprache, also hier in diesem Fall in Deutsch, ja. Und dann, was auch gut ist, also ich schätze das wirklich sehr, also didaktisch
betrachtet. Wir haben, ich spiele Theater oder wir spielen Theater. Das bedeutet, es gibt hier auch so eine Comic-Sache, aber es geht darum, dass man das wirklich so auswendig lernt, also dass die Schülerinnen und Schüler zu den Schauspielerinnen und Schauspielern werden und auf diese Art und Weise auch die Sprache wirklich beherrschen, dass sie mit der Sprache spielen und dann bestimmte so theatralisch quasi so Szenen ausführen. Und hier geht es um die ganz einfachen Wendungen. Darf ich? Ja, bitte. Oder wie bitte? Wiederholen Sie bitte. Also so eine wirklich typische, das sind so typische Wendungen in den authentischen Situationen der Alltagskommunikation im Deutschen. Und dann haben wir Frau Meier, ich habe keine Hausaufgabe. Also das ist so diese Unterrichtssprache, denn das ist auch in den ministerialen Vorgaben, im Curriculum auf jeden Fall auch da, dass wir wirklich in der Stunde auch auf Deutsch kommunizieren oder zumindest das versuchen, ja, versuchen uns auf Deutsch in unserem Deutschunterricht zu verständigen. Und dann haben wir, ich bin nicht vorbereitet, sagt der Schüler zu dem Lehrer. Also das sind diese wirklich typischen Wendungen, die wir schon kennen. In jedem Kapitel finden Sie auch etwas Landeskunde. Hier in diesem Fall geht es um die Schuluniforme. Und das ist auch gut, denn in dieser Form werden die Schülerinnen und Schüler wirklich eingeleitet und da wird auch das Interesse an Deutschland geweckt. Sie werden eingeleitet in das, also in diesen Sprachraum sozusagen, ja, in das Leben in Deutschland, vor allem der jungen Menschen. Und dann, um das noch kurz zu sagen, wie das weiter aussieht, wir haben so eine Wiederholung. Da werden die Strukturen lexikalisch und grammatikalisch wiederholt. Wir haben auch dann die Fundgrube. Und diese Fundgrube, das kann ich Ihnen zeigen, das ist so kurz hier tabellarisch zusammengestellt, vor allem das, was die Grammatik anbetrifft. Dann kann man noch kurz reinschauen. Was auch gut ist, das sind bestimmte Kontrastsachen, um den falschen Freunden sozusagen vorzubeugen. Hier haben wir Zusammenstellung von bestimmten Sachen, die etwas anders sind, auf Polnisch und dann auf Deutsch. Hier ist ein Beispiel. Das ist keine Schere. To nie są nożyczki. Ich habe keinen Bruder. Nie mam brata. Also diese Struktur im Zusammenhang mit einer Negation. Ja, nicht und und kein. Das ist auch was auch thematisiert wird und ab und zu haben die Lerner auch damit Probleme, das etwas zu unterscheiden. Die Funktion eigentlich von drei Negationen im Deutschen: nicht, nein und kein. Ja. Und am Ende jeder Einheit, jedes Kapitels oder jedes Moduls, das können Sie hier sehen, das möchte ich Ihnen so kurz zeigen. Ich hoffe, das gut zu sehen ist. Das ist der aktive Wortschatz, also aktiver Wortschatz heißt es. Und das ist wirklich sehr gut strukturiert. Wir haben hier zum Beispiel nach den Begriffen wie Schule, Schulsachen. Und dann haben wir auch Wendungen, Wörter und Wendungen, die auch wichtig sind, die man dann übernehmen kann und dann entsprechend nutzen. Und hier auch so grafisch dargestellt, da sehen hier Sie auch die Schulsachen. Da kann man das gut durch das Visuelle auch lernen, denken wir immer an das doppelte Kodieren, denn wenn wir Bild haben und Text, da kann man sich die Sachen auf jeden Fall besser merken. Und noch zum guten Schluss wollte ich Ihnen kurz zeigen, wir haben hier auch so Arbeitsheft und in diesem Arbeitsheft haben Sie sehr viele Aufgaben, die sind in einem klaren Zusammenhang und das sind sogar 7 Seiten und diese 7 Seiten können Sie ruhig bearbeiten, so im ganzen Monat. Also wie gesagt, die Einheit ist zwar so etwas groß, aber Sie haben dann eigentlich im Monat 8 Unterrichtsstunden Zeit, um das zu bearbeiten auf eine aktive Art und Weise. Und bitte vergessen Sie es nicht, wir haben schon das so gut, dass wir auch Band Nummer 2 haben. Also das ist für die 8. Klasse. Und wenn Sie sehen, Ihre Schülerinnen und Schüler sind so gut oder haben so viel Spaß und Freude am Deutschen, dass sie so schnell arbeiten, dann können Sie ruhig schon das einsetzen auch. Und Sie müssen nicht warten, bis der neue Band mal erscheint oder nicht erscheint, je nachdem, wie das eigentlich ist. Hier ist es schon da und diese Zulassungsnummer des polnischen Bildungsministeriums ist auf jeden Fall auch da. Deswegen, Sie können ruhig das so, sogar jetzt wählen und dann in Ihrem Unterricht einsetzen.
So viel, so kurz in einem Überblick über diese Reihe Klasse super toll. Ich lege das Ihnen wirklich ans Herz. Sie können sich das anschauen. Sie können auch unsere eigentlich Vertreter im Lande auch kontaktieren. Sie finden sie alle bei uns auf www-Seite. Denken Sie bitte daran, das sind alles Philologen und sie haben auch gutes Wort dann für Sie. Sie werden Sie auf jeden Fall gut beraten und lassen sich auch beraten. So viel für heute und wir sehen uns auch bald wieder und ich lade Sie auch herzlich zu meinen Online-Schulungen. Tschüss, alles Gute und bleiben Sie auch gesund.